Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und ihre Stimme kennt jeder mittlerweile, glücklicherweise. Es gibt sie gerade im Kino zu hören, in Scream 6 und natürlich als Wednesday auf Netflix. Ich freue mich so sehr. Magdalena Montasa, wie geht's dir und wo bist du? Mir geht es sehr, sehr gut. Ich freue mich übrigens auch. Ich bin in Berlin. Ich sitze in meinem Lebenszimmer und bin glücklich, hier zu sein. Wie geht es dir? Dankeschön. Mir geht es sehr, sehr gut. Ja, wie du am Shirt schon siehst, Wednesday hat mich natürlich direkt mitgerissen. Ich liebe aber Wednesday Addams tatsächlich schon seit den 90ern. Ich mochte diese Figur, dieses Wesen, das so anders ist und trotzdem aber in den morbidesten Sätzen so viel Liebe reinpackt. Wann hast du Wednesday kennengelernt? Ich war kein richtiges Addams Family Kind, aber viele meiner Freundinnen und Freunde waren Addams Family Fans und ich habe das Projekt quasi oder die ich habe Wednesday kennengelernt durch das Projekt. Durch das Casting, ich hatte Jenna Ortega, die Schauspielerin, ja schon vorher gesprochen und wurde deswegen dann zum Casting eingeladen und habe dann, obwohl es nicht ganz erlaubt war, mit Freundinnen über das Projekt gesprochen, aber man konnte ja schon ein bisschen was erahnen von dem Projekt, man wusste schon, oh, Tim Burton macht Wednesday und dann habe ich mich belesen, habe die Filme auch geschaut, zumindest zum Teil und die Serie. Und habe so dann Wednesday kennengelernt und lieben gelernt. Ganz, ganz toller Charakter. Ich bin nicht komplett gegen Geburtstage. Jeder von ihnen bringt mich dem kalten Hauch des Todes ein bisschen näher. Und was gibt es Schöneres? Als ich gehört habe, dass die Serie kommt, war ich unfassbar happy. Und Jenny Ortega, ja, ich kenne keine, die es hätte toller spielen können, sagt man ja dann immer. Was hast du gedacht, als du sie als Wednesday das erste Mal gesehen hast? Weil du kennst sie ja schon über einen anderen Weg halt. Für mich war das total krass, weil sie ganz anders gespielt hat, als ich sie vorher kannte. Ich habe sie vorher in Yesterday gesprochen. Das ist ein Familienfilm, also total andere Spielweise. Und bei Scream. Und Scream, also bei Scream 5 und das war natürlich auch nochmal und jetzt ja auch in Scream 6 und da spielt sie auch ganz anders, weil sie natürlich ist und da so sehr viel Ähnlichkeit mit mir und meiner Stimme hat und wie ich auch im Leben bin und deswegen war es eine ganz große Herausforderung, sie dann anders zu spielen und wir hatten tatsächlich auch mehrere Castingrunden aus genau dem Grund, weil ich sie ganz anders angelegt hatte erstmal. Erstmal habe ich sie sehr natürlich angelegt und zu wenig wie Wednesday ist, also zu viel Tiefen waren drin und zu viel Kälte, zu wenig Kälte war drin und ja, dann musste ich meinen Zugang erstmal finden zu Jenna Ortega als Wednesday und war auch während der Aufnahmen im Prozess, würde ich sagen. Und ich bin auch ganz stolz auf mich, wenn man in den letzten Folgen mich hört, merkt man, dass ich richtig drin bin. Und am Anfang, auch in den ersten Trailern, die wir aufgenommen haben, war es einfach noch nicht so auf dem Punkt, wie wir am Ende waren. Und ja, aber ein tolles Projekt. Also Jenna Ortega als Wednesday, auch einfach großartig. Und das Gute ist, bei Scream 6, Neve Campbell, die Hauptdarstellerin, ist in diesem Teil nicht dabei. Und irgendwie gefühlt, die komplette Promo geht über Jenna, weil die ganze Welt gerade ihr Gesicht kennt. Jetzt kannst du natürlich nichts über Scream verraten, weil das wäre auch scheiße. Man möchte es ja auch eigentlich gar nicht wissen. Man will sich überraschen lassen. Aber hattest du denn Spaß beim Einsprechen? Ja, ja, es war toll. Es war toll. Ich liebe mein Team. Meine Regie ist Nico Sablik. Der ist der Sprecher von Harry Potter. Und wir haben auch schon in Scream 5 uns total gut verstanden und ich hatte eine tolle Cutterin, mit der ich auch super klarkomme, Sonja. Und wir haben einen tollen Tonmeister, mit dem verstehen wir uns auch super. Und es war so ein richtiges, tolles Team. Und es war lustig, weil in dem Film wird die ganze Zeit geflucht. Wir sagen die ganze Zeit richtig schlimme Ausdrücke. Wir fluchen wie sonst nie. Und dann haben wir uns gegenseitig auch immer im Studio, im Atelier so angeflucht, scherzhaft. Und es war toll. Es war einfach toll. Und die Arbeit macht einfach Spaß. Es war für mich auch schön, weil ich gefühlt kurz vorher erst Wednesday abgeschlossen hatte und Jenna dann direkt widersprechen durfte. Und das war toll. Also das es fühlt sich schön an, immer ein bisschen wie nach Hause kommen, so eine Schauspielerin, die man schon häufiger gesprochen hat. Und ja, also die Arbeit an Scream war toll. Ich kann den Film nur empfehlen. Freue mich so drauf. Man sagt auch, es ist ja für die gesamte Scream-Reihe quasi wie ein Neuanfang. Es ist ein ganz anderer Scream. Und allein dadurch, dass es diesmal in New York stattfindet, auch die Trailer haben gezeigt, es wird
Heftig. Aber sag mal, hast du denn jetzt anhand dessen, was du da so gemacht hast, konntest du schon erahnen, wer vielleicht der Täter oder die Täterin ist? Oder war es so, oder darfst du diese Frage überhaupt beantworten? Ich darf sie beantworten. Ich verrate nicht, wer der Täter, die Täterin ist. Aber ich habe immer mitgeraten, die ganze Zeit. Also Nico hat es uns bis zum Schluss nicht verraten, bis es rausgekommen ist. Und wir haben allesamt, standen wir da im Schwarzen und waren so, der muss es sein, die muss es sein, die nervt mich, das ist jetzt blöd. Ich meine, es kommen ja auch neue Charaktere, da ist man ja auch erstmal ein bisschen, denkt erstmal so, naja, sind die uns jetzt so koscher, mögen wir die hier? Oder sind die das am Ende sogar? Und das ist ganz aufregend, aber auch ganz tolle KollegInnen, die gesprochen haben. Auch die neuen Charaktere werden von tollen Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Und als Ensemble funktioniert das einfach sehr gut. Wir passen alle gut zusammen, die Stimmen. Und ich freue mich sehr über den Film. Eine meiner absoluten Lieblingssynchronsprecherinnen aus ganz Deutschland ist auch mit dabei. Madeleine Stolze. Sie spricht Gail Weathers, Courtney Cox und die liebe ich auch seit den 90ern. Gott, die ist so, so gut. Ja, das stimmt. Wir müssen natürlich auch über andere Sachen reden, weil sonst sind die Fans deiner Stimme ein bisschen enttäuscht. Deswegen, ich werfe mal drei Sachen rein und du sagst dann, worüber wir reden. Haben wir einmal Arcane, The Royals und Surviving Summer. Wo schlägt das Herz da am höchsten? Oh, schwierig. Also Arcane und Young Royals sind, glaube ich, noch mal ein bisschen höher. Aber zu Surviving Summer habe ich auch viel zu erzählen. Aber ich glaube, am interessantesten ist wahrscheinlich Arcane. Arcane ist, glaube ich, für alle am interessantesten. Dann nimm uns aber ganz mit, was ist Arcane und wer ist Powder? Arcane ist eine Serie, die zu dem Computerspiel League of Legends gemacht wurde und eine der erfolgreichsten Netflix-Serien auch geworden ist oder zumindest animierten Netflix-Serien. Und Powder ist die Hauptrolle quasi als Kind und es geht um zwei Schwestern, um Vi und um Jinx. Und Jinx ist halt Powder, also sie heißt später Jinx, ist aber eigentlich Powder. Und muss so ihren Weg gehen. Und das ist ich will auch nicht zu viel verraten, wie das immer so ist. Das ist gar nicht so einfach. Aber Powder hat krasse Challenges zu gehen als Kind. Und wird in ein ganz großes Abenteuer geschmissen. Und es war eine krasse Arbeit an der Serie. Es wurde super lange gecastet. Irgendwann bin ich es dann geworden. Ich hatte das Glück, sie sprechen zu dürfen. Und es war sehr viel Emotion, sehr viel Zittern, Schreien, Brüllen, Kreischen, Angst haben, Weinen, sich trennen und sehr viel Erschütterung in mir drin. Und es war eine ganz, ganz tolle Arbeit, auch mit einem tollen Team. Aber das sieht man auch in deinen Augen, dass da ganz, ganz viel Liebe drin ist. Welcher ist so? Gibt es da so einen Satz, bei dem alle sagen, oh, du warst doch Powder, kannst du mal den und den Satz sagen? Gibt es da so einen klassischen an der Produktion? Ah, eine Catchphrase. Eigentlich nicht so richtig, nee. Vielleicht dieses, ich wollte doch nur helfen. Vielleicht ist es das, aber eigentlich nicht. Catchphrases sind sowieso total schwierig zu finden. Manchmal hat eine Rolle so ihre Catchphrase, aber manchmal auch nicht. Aber ja. Lass uns zum Schluss über das wahrscheinlich schönste Monstrum eines Satzes bei Wednesday sprechen. Und zwar der Moment, wenn Wednesday Adams Social Media killt. Soziale Medien sind für mich ein seelensaugender Hohlraum der bedeutungslosen Bestätigung. Das ist so geil. Ja. Sie wird nämlich gefragt, warum sie keinen Instagram-Account oder sonst was hat und sagt dann wirklich sehr viele Worte, sehr schnell, aber natürlich scharf seziert und on point. Und sie hat ja viele solcher Sachen. War das für dich leicht, da auch abzuliefern oder musstest du da einen Moment reinkommen? Weil du bist schon sehr lange am Start, deswegen verzeih mir die Frage, falls sie dich beleidigt. Nein. Ich bin ein alter Hase für mein junges Alter, das stimmt. Es ist natürlich nicht ganz einfach. Also, was sagt sie? Social Media ist für mich ein seelensaugender, bedeutungsloser Hohlraum von Seelen. Wie war denn der Text nochmal? Ich weiß es nicht mehr auswendig, aber es war eine Herausforderung. Sehr viele dieser krassen Sachen zu sprechen. Wir haben auch vieles am Stück gemacht, was halt sehr, sehr anstrengend ist. Die Takes waren immer super lang. Sie hat ja auch viele Voice-Over-Sachen, wo sie sehr schwierige Begriffe nennt und
man muss da immer reinkommen. Also ich habe auch den größten Respekt vor den Kollegen und Kolleginnen, die in so Medizinserien sprechen und so Krankenhausserien, die müssen ja auch immer krasse Begriffe sprechen. Und Wednesday würde ich schon damit vergleichen und vor allem, weil sie auch sehr schnell und vor allem präzise spricht. Und das muss man erstmal hinkriegen. Also das ist hat gedauert, aber am Ende habe ich mich ganz gut geschlagen, finde ich. Also ich finde, du hast dich sehr gut geschlagen. Dankeschön, Dankeschön. Wednesday gibt es auf Netflix, Scream 6 endlich im Kino und in beiden ganz weit vorne zu hören. Magdalena Montassa, vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Und wenn ihr jetzt denkt, oh Nico, der Hype um Wednesday ging mir so auf sämtliche Geschlechtsorgane, gönnt's euch trotzdem, weil es ist wirklich unfassbar. Das Einzige, was mich so ein bisschen irritiert hat, war, da gibt's ja so auch Monster, ne? Und dieses eine Monster, das sah so ein bisschen wie ein Comic aus. Das hat mich ein bisschen irritiert, aber ich weiß auch, warum es gemacht wurde. Zum einen, weil Tim Burton, das sieht halt so aus bei ihm. Und zum anderen glaube ich, dass die Zielgruppe sehr jung ist und die muss dann nicht so hart lebensecht gegruselt werden, weil in der Serie geht es wirklich um immens viel und auch Monster. Es geht vor allem ums Innenleben. Wednesday ist großartig und ich finde, es ist toll synchronisiert, hauptsächlich ihretwegen. Jetzt gibt es die Abschlussworte von Magdalena Montassa. Wir sehen uns morgen wie jeden Tag zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutia und bis dann. Ja, ich nutze jetzt noch mal ganz kurz meine paar letzten Sekunden, die ich habe, um für mich ein sehr wichtiges Thema anzusprechen, nämlich das Thema KI. Das Thema KI ist nämlich in unserer Branche, in der Synchronbranche, gerade ein sehr großes Thema. Und ich möchte nur kurz meinen Senf dazu ablassen und dass ich denke, dass wir uns nicht allzu große Sorgen machen müssen, weil wir in der Synchronbranche, in der Deutschen, so eine tolle Kunstwelt geschaffen haben, die für viele Menschen einfach auch so wichtig ist und so ein Rückzugsort geworden ist, wie mit seinen Freundinnen zu sprechen. Und dass ich da einfach denke, behaltet euch das bei, die Synchronfassung zu schauen, wenn es euch interessiert, wenn ihr das braucht, und vertraut darauf, dass wir eine gute Arbeit liefern und vermutlich eine bessere als die KI.